Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Scrap Mechanic und einer weiteren Folge Scrapset, der Show mit dem wahnsinnigen, sagenhaften Lift, in dem ich eure Kreativität anbiete. Lolololol. Und heute machen wir mal etwas Schönes, und zwar heute ist eine Busfolge an der Reihe. Ich habe ein paar Busse bekommen, genau genommen zwei wurden mir eingesendet. Da haben wir hier zunächst den Volveris 7500L. Vom Spieler 333 Germany. Diesen Bus bitte nicht unerlaubt erneut hochladen, auch nicht in veränderter Form. Danke. Hier mein nächster Bus der 7500er Reihe. Knöpfe, 1 ist Tür. Das probieren wir jetzt gleich mal aus, wie gut die Knöpfe funktionieren. Bilden wir das Ganze mal. Okay, der Bus, der macht hawaiianische Rhythmen. Hört ihr das? Jetzt ist natürlich meine erste Frage, die ich mir stelle. Ist dieser Bus oder basiert er auf einer realen Vorlage? Ich kenne mich mit Bussen oder mit Bustypen nicht so gut aus, muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich das nicht genau sagen. Ich gehe das jetzt erstmal kurz von außen ab. Also von außen sieht es schon mal sehr busmäßig aus. Einzige, was mich so ein bisschen irritiert, ist das Grau. Ich dachte immer, Busse wären in der... Na gut, ist halt immer pro Stadt oder je nach Firma unterschiedlich, wie die ihre Busse einfärben wahrscheinlich. Aber ich dachte immer, die wären so schwarz-gelb eher so durchgängig. Aber der hat hier nur so einen gelben Streifen. Okay, ist halt wahrscheinlich der Verkehrsbetrieb, ne? Der hat halt diese Färbung. Dann schauen wir mal rein. Fahrertür geht hier vorne auf. Kolobolobom, 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 kolobolobom. Oh Moment, kann man das mal ausschalten? Bitte sagt mir, dass man das ausschalten kann. Okay, da kann man die Tür aufmachen. Mal schnell schauen. Da hinten geht die Tür auf. Muss man mal ein bisschen rauszoomen, dann sieht man das nicht. So. Das ist die Tür. Was auch immer das ist. Oh, man kann ja da oben voll die Mechanik sehen. Auch krass. Ich frag mich, was das für... Das ist schon eine Warnblinkanlage, oder? Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, ausgeschaltet. Irgendwie, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Irgendwas habe ich verändert. Ich habe den Rhythmus irgendwie verändert. Ah, jetzt ist es aus. Ich habe es geschafft. Ah ja, hier kann man auch oben was anzeigen. Das wäre ja mal witzig, wenn man da wirklich mal irgendwie was programmieren könnte, was dann da steht, ne? Wenn man dann irgendwie einen Knopf drückt und dann wird da wirklich irgendwie was angezeigt. Irgendwie ein kleiner Text oder so. Wenn vielleicht die Fläche auch noch ein bisschen größer ist. Wenn das vielleicht 4x4 wäre irgendwie. Ah ja, okay, so ist das gedacht. Jetzt verstehe ich das. Oh, Scheibenwischer. Yay. Ah, wie kriege ich das jetzt wieder aus? Ah, okay, alles klar. Sehr schön. Dann fahren wir mal ein bisschen damit rum. Und gucken mal, wie sich das so fährt. Dö. Bisschen sehr schwerfällig für einen Bus auch auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt daran, dass die Räder nicht so richtig frei drehen können. Guckt mal, die liegen hier so auf. Seht ihr das? Die, oder beziehungsweise die Karosserie liegt auf den Rädern direkt auf. Man sieht auch, wie sie so ein bisschen haken. Ich glaube, daran liegt das, dass es nicht ganz so schnell fährt auch. Dass er nicht so richtig auf Geschwindigkeit kommt. Wendekreis ist auch heftig. Oh, da hinten. Naja, okay, ich sehe schon, wie er das mit dem Lenken versucht hat. Der Spieler 333. Aber nicht schlecht eigentlich, ne? Jetzt gucken wir uns das nochmal ein bisschen von innen an. Ah! Das ist hier mit Stoppsignal für den Fahrer. Ist ein bisschen eng hier. Ein bisschen aufpassen, dass ich nicht hängen bleibe. Ah ja. Ah, Moment mal, hat sich das damit aktiviert? Hier oben? Hier, das ist der Haltewunsch. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Wenn ich jetzt weiterfahre. Deaktiviert er sich dann? Wartet mal, wenn ich hier Sachen drücke. Oder Türen aufmache. Ah ja, guckt mal. Das ist cool. Wenn ich innen die Türen aufmache, dann wird der Haltewunsch wieder abgewählt. Wenn ich jetzt hier innen rumlaufe und hier jetzt zum Beispiel den Haltewunsch aktiviere. Dann machen wir es mal von hier, sieht man es besser. Dann wird der Haltewunsch aktiviert. Wie beim richtigen Bus. Und erst wenn ich die Türen aufgemacht habe, wird er wieder deaktiviert. Das ist geil. Das ist eine sehr geile Funktion, muss ich sagen. Was ist das hier hinten? Ah ja, ist auch ein Haltewunsch. Okay. Und kann ich dann jetzt
Die Türen kann ich aber hier, genau, die kann nur der Fahrer aufmachen, genau. Und kann der Fahrer sehen, welche Türen aufgemacht werden sollen eigentlich? Nee, da muss er in den Rückspiegel gucken wahrscheinlich. Das könnte man jetzt hier natürlich noch mit klarem Glas machen, hier vorne, weil das ist jetzt natürlich alles irgendwie mit den Kacheln. Da könnte man klares Glas jetzt einsetzen mittlerweile schon. Dann hätte man hier auch komplett Klarsicht, auch wenn man aus der Ego-Perspektive fährt. Das war der erste Bus und der zweite folgt sogleich. Vielen Dank nochmal an der Spieler 333. Und hier haben wir den zweiten Bus vom Laszlo 143. Dies ist mein erstes Projekt. Was, dein erstes Projekt? Krass. Ich stelle euch meinen Bus vor. Bedienung. Okay, das könnt ihr euch durchlesen, wie es bedient wird. Ich probiere das dann wieder aus. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen. Wenn ihr welche habt, schreibt es in die Kommentare. Für diesen Bus habe ich etwa 10 Stunden gebraucht, da ich am Anfang etwas unentschlossen war. Wichtig für YouTube. Wenn YouTuber diesen Bus in ihren Videos vorstellen möchten, gebe ich ihnen die Genehmigung, dieses Fahrzeug vorzustellen, ihre Meinung frei zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu hinterlassen. Ich würde gerne mit meinem Steam-Namen Laszlo143 erwähnt werden. Danke. Ich fände es cool, wenn alle YouTuber dieses Fahrzeug vorstellen, zeigen, den Link zum Video in die Videobeschreibung schreiben. Ganz wichtig, genau. Vielen Dank nochmal am Laszlo143. Der sagt da was ganz Wichtiges. Wenn ihr euch diese ganzen Fahrzeuge hier aus Scrapset auch bei euch nochmal angucken wollt, die Links zu den entsprechenden Fahrzeugen findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. Ja, wenn ihr da auf mehr Anzeigen klickt, seht ihr die Videobeschreibung und da befinden sich sämtliche Links. So, das ist jetzt der zweite Bus. Komplett anderes Design eigentlich, ne? Wir sehen, die Räder, die drehen hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen freier. Die sind eigentlich, obwohl, eigentlich nicht, die sind hier oben nicht eingeschränkt, aber dafür so an den Seiten. Mal gucken, ob das das Fahrgefühl wieder einschränkt. Bin ich mal sehr gespannt. Hier vorne das Rad dreht freier. Mal schauen, ob das sich auswirkt. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Und schauen wir das nochmal ein bisschen von außen an. Ja. Sieht schon mal schick aus, auf jeden Fall. Gefällt mir. Es ist ein komplett anderes Design. Es liegt tiefer ein bisschen noch, ne? Also liegt näher am Boden hier. Jetzt schauen wir mal, wenn wir hier die Tür öffnen. Aha! Wir sehen es, die Räder hier, die knicken so nach oben weg und dadurch neigt sich der Bus zur Seite. Wie das halt bei den modernen Bussen so üblich ist, die neigen sich ja dann so ein bisschen runter, damit man leichter einsteigen kann als Passagier. Das ist nicht schlecht. Und ich meine auch, dass hier das Licht angegangen ist. Das will ich jetzt gerade nochmal testen. Ja, guckt mal, hier geht dann auch das Licht an. Das ist auch geil, ist auch eine geile Idee. So, dann steigen wir mal ein. Boah, sieht schön modern aus, auch hier drin, ne? Kann man das hier sogar öffnen von innen eigentlich? Ich meine, dass das geht. Da müsste eigentlich eine Dings. Guck mal, da ist eine Dings dran. Eine B-Ring. Das heißt, da kann man aufmachen. Auf jeden Fall, dass man da oben frische Luft über die Oberlichter reinlässt. Nicht schlecht. Was das hier aber nicht hat, ist diese Meldefunktion, wenn jemand aussteigen möchte, dass man den Knopf drückt und dass man dann dem Fahrer signalisieren kann, dass man aussteigen möchte, dass der Fahrer weiß, dass man anhalten möchte, dass das dann auch hier oben steht. Das ist bei dem Bus hier nicht. Das ist ein bisschen schade fast schon. Ja, das ist ein ziemlich cooles Feature eigentlich. Das war bei dem anderen Bus sehr geil. Ja, das haben wir hier jetzt nicht. Dafür ist er sehr gut gestaltet hier innen und man hat sehr viel Platz zum Laufen. Man bleibt nicht hängen oder so. Also gut, jetzt hier bin ich hängen geblieben, aber egal. Man bleibt deutlich weniger hängen als in dem anderen Bus, weil hier in der Mitte einfach ein bisschen mehr Platz ist. Und weil hier die Kanten abgerundet sind auch. Man kann sich besser bewegen. Man kann sich auf jeden Fall sehr viel freier bewegen. So, dann steigen wir mal ein und probieren mal die Tasten aus. Eins ist die vordere Tür, zwei ist die hintere Tür. Die drei ist. Was ist denn die drei? Irgendwas bewegt sich. Aber ich kann es nicht sehen, was es ist. Egal. Wird schon was sein. Ah ja. Die vier sind die Frontscheinwerfer. Sehr schön. Frontlicht. Fünf ist undefined. Keine Ahnung, was das ist. Ah, okay. Innenbeleuchtung. Schauen wir doch mal. Das ist geil. Blaue Innenbeleuchtung. Beruhigendes blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Nice. Und die 6 ist die Hupe. Und die 7? Ah. Die 7 sind die Oberlichter. Ich wusste es. Ich vermute mal, dass das, was ich jetzt momentan noch nicht einschätzen konnte,
ist bestimmt irgendwie hinten der Motorraum wieder oder so. Hinten ist bestimmt der Motorraum drinne. Schauen wir mal. Machen wir hier nochmal die Tür auf. Da geht bestimmt hinten irgendwo eine Klappe auf. Hm. Oder auch nicht. Ich kann es nicht richtig erkennen, was es ist. Es macht einfach nur... Wenn ich die 3 oder so drücke, ist das, glaube ich. Ja, es macht einfach nur... Und ich kann nicht erkennen, was es ist. Egal, ich fahre mal los. Und dann überprüfen wir mal das Fahrverhalten des Busses. Der fährt auf jeden Fall schneller als der andere. Das kann ich schon mal sagen. Lenken tut er jetzt nicht wirklich besser. Aber er fährt schneller. Endgeschwindigkeit ist besser. Beziehungsweise er beschleunigt auch besser. Ja, er ist besser im Beschleunigen und die Endgeschwindigkeit ist besser. Hm. Sehr schön. Was ich ein bisschen schade finde, ist auch bei dem hier, dass die Anzeigen da oben nicht funktionieren. Also da sind ja, ihr seht es ja, da sind ja so Timer oben dran, die ja so dieses Display symbolisieren sollen mit der Etagenanzeige. Aber die kann ich irgendwie nicht aktivieren. Also es geht zumindest mit den Knöpfen, die ich hier zur Verfügung habe, geht's nicht. Da gehen nur die Sachen. Mal schauen, sind die denn überhaupt verbunden? Ja, die sind aber verbunden. Guckt mal. Die sind hier unten verbunden. Und das ist auch mit einem Knopf da drüben verbunden. Mal schauen. Eine geheime Einstellung wahrscheinlich. Ich gucke mir das jetzt mal an. Guck mal, hier gibt es einen Knopf. Ah ja. Ich wusste doch, dass hinten was aufgeht irgendwie. Okay. Jetzt habe ich das mal deaktiviert. Was ist das? Ah, okay. Das macht man also nicht von vorne bei dem Bus. Das muss man hinten machen. Man muss hinten die Klappe aufmachen und dann kann man das aktivieren. Die Anzeigen quasi. Okay, es musste ja irgendwie gehen, wenn das Timer sind, ne? Muss das ja irgendwie aktivierbar sein. Okay, vielen Dank an der Stelle nochmal an den Laszlo. Ein cooler Bus. Und als nächstes haben wir hier von der Zitrusfrucht ein Escape House. Das ist mein Escape House. Als erstes muss man sich den Hammer in die Hotbar ziehen, um im Haus die dafür vorgesehene Aufgabe erfüllen zu können. Wann du den Hammer benutzen musst, ist mit einem gelben Kissen an der Wand gekennzeichnet, ist direkt hinter der Glaswand. Mit diesem Hammer muss man sich den Weg bis zum nächsten Erlebnis durchkämpfen. In dem Haus geht es darum, wieder rauszukommen. Das ist am Anfang etwas schwerer als am Ende. Wichtig ist, man muss auch um die Ecke denken. Manchmal muss man in den einfachen Weg gehen, aber manchmal auch den komplizierteren. Das Spiel ist beendet, wenn man vom Dach nach unten springt. Ein Ende im Haus gibt es nicht. Es geht immer weiter, bis man am Dach angekommen ist. Wichtig bei der Rakete am Ende, bitte die Suspensions vor und beziehungsweise unter der Rakete entfernen. Buggefahr, okay, oh Gott. Viel Spaß mit meinem Haus, mit meinem Escape House. Der Eingang ist das bunte Teil mit dem Minidach, okay. Alles klar, vielen Dank an die Zitrusfrucht an der Stelle. Das sind jetzt ganz schön viele Instruktionen. Ich hoffe, ich habe das alles dann noch so im Kopf, ne? Wir müssen erstmal schauen. Da das ja wieder so ein größeres Gebäude ist, müssen wir das wieder festschweißen, sonst rastet bestimmt Scrap Mechanic aus, wenn das einfach nur so rumsteht. Wir setzen mal sicherheitshalber, ne, hier so Penüpel drunter, damit das ein bisschen einen Abstand hat zum Boden. Und dann schweißt man das Ganze fest. Dann sollte das alles kein Thema sein. So. Machen wir das mal weg hier. Setzen wir mal den Lift woanders hin, dann fällt das Haus runter. Genau, das leckt jetzt schon mal nicht, das ist gut. Und jetzt schweißen wir das Ganze fest und zwar... Na? Geht das denn jetzt nicht? Ah. Hä? Nee, das ist aber falsch. Moment. Ah nein, es will wieder nicht festschweißen, richtig. Ich hasse dich, Scrap Mechanic. Warum tust du mir das an? Mein Scrap. Scrap, Scrap, Scrap. Vielleicht sollte ich es einfach ein bisschen weiter weg anschweißen. Mal gucken. Vielleicht möchte es einfach nicht so direkt und unmittelbar
neben sich selbst festgespeichert. Ah, guck mal, so geht's. Alles klar, wunderschön. So, dann gehen wir mal rein ins Escape House von der Zitrusfrucht. Okay, es geht darum, das Haus wieder zu verlassen. Deswegen heißt es ja auch Escape House. Do not enter. Da, wo ich den Hammer benutzen muss, das ist ein gelbes Kissen an der Wand. Alles klar. Achso, do not enter ist natürlich auch do not enter, ne? Kann ich da einfach rein? Da geht's schon los. Ich weiß schon gar nicht, wie ich reinkomme. Sehr schön. Wie komme ich denn da rein? Was muss ich da machen? Wie geht das auf? Weil bei Do Not Enter, wenn ich bei Do Not Enter nicht reingehe... Ich gehe einfach bei Do Not Enter rein. Ich guck mal. Ah ja, Klo. Sehr gut. Das ist bestimmt nicht der richtige Eingang da vorne. Würde ich sagen. Man muss bestimmt... Oder... Ach so, wartet mal. Muss ich hier oben die Knöpfe drücken? It's not connected to anything. Ah, alles klar. Ich dachte, die wären nur zur Zierde. Machen wir mal hier wieder zu. Das war ja klar, dass man hier nicht irgendwie was machen muss. Das ist der Maschinenraum quasi. So, okay. Und jetzt? Muss ich da jetzt nochmal außen einen Knopf drücken? Nee, die anderen sind alle nicht verbunden. Okay. Ah. Ah. Haha, versteckte Knöpfe. Ah. Das ist ja witzig. Guck mal, ist das hier eine Schatztruhe eigentlich? Ja, das ist eine Schatztruhe, ne? Soll das sein? Auch witzig eigentlich. Sehr schön. Hier mit dem versteckten Knopf. Wunderbar. Ah, Moment mal. Ha! Warum habe ich mir sowas schon gedacht? Dass man hier oben... Was wäre denn hier oben gewesen? Ich habe da nicht geschmult, muss ich da sagen, ja? Ich war jetzt irgendwie instinktiv hier runtergegangen, weil hier jetzt dieser... Absatz gewesen ist. Unter der Treppe habe ich mir gedacht, guckst du mal, was da ist. Aber es geht hier oben auch weiter. Ah ja, stopp, okay. Da ist das Klo hinterm Glas. Das ist ja fies, wenn man ganz dringend mal muss, ne? Dann ist hier dann das Glas und man kommt nicht weiter. Sehr schön. Also, nach unten habe ich schon instinktiv richtig gemacht. Was haben wir hier? Ah, und das ist ja interessant. Guckt mal, hier ein Glasirrgarten. Im Irrgarten immer rechts halten. Ah, okay, hier nicht. Weil dann findet man irgendwann immer raus. Zum Beispiel hier zur Treppe. Aha, das ist ja geil. Das mit dem Glas ist irgendwie geil. Hier muss ich mich hinstellen und dann schnell genug durchlaufen, kann das sein? Ja. Aha, und da ist ein Knöpfchen. Wow. Hä? Nee, jetzt habe ich mich irgendwie wieder hier in den Irrgarten manövriert. Moment. Ah, muss ich doch woanders lang vielleicht? Das ist vielleicht doch nicht hier oben? Huch. Hä? Durchgeglitscht irgendwie. Irgendwie. Oder ist jetzt da unten was aufgegangen vielleicht? Ah nein, jetzt war ja wieder. Ich muss ja erstmal da das Loch zumachen, Mensch. Sonst komme ich doch gar nicht. Sonst komme ich doch gar nicht da lang. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt vorsichtig. Machen wir es mal wieder zu. Heavy. Komm ich. Ah! Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder ein Knopf zu einem Weg. Ah, genau. Hier muss ich jetzt das Hämmerchen benutzen. Wegen dem gelben Kissen. Das gelbe Kissen signalisiert mir... Genau, benutze den Hammer. Das ist ja eine geile Idee hier auch. Oh Gott. Man muss die Dinger hier anschlagen, dass man durchkommt. Das ist ja eine coole Idee. Und das zeigt mir mal wieder, dass Scrap Mechanic einfach sehr gut geeignet ist für sowas wie Minigames. Dass man damit einfach wunderbar so eine Minispiele bauen kann. Ich kann ja auch nicht drüber hüpfen, ne? Ich kann auch nicht einfach drüber... Ah doch, das könnte ich theoretisch. Aber es ist natürlich ein bisschen cheaten, ne, wenn man das macht. So, ja, genau. Haha, bin ich hier richtig? Ich denke mal schon, oder? Ich hoff's. Oh Gottes Willen, ey. Da muss ich das richtige Klo erwischen, bestimmt. Ah ja, da... Nein! Ich muss im richtigen Moment aussteigen. Das ist der Trick. Jetzt. Nein! Ich bin... Obwohl.
Ich bin aufs Dach geglitscht. Dann habe ich's geschafft, oder? Yay, ich habe das Haus besiegt. Juhu! Ich bin unbesiegbar. Ich habe es besiegt. Ich habe das Haus der Zitrusfrucht überlebt. Ne, das ist doch so. Wenn man oben angekommen ist, hat man es geschafft. Mal nachlesen. Das Spiel ist beendet, wenn man vom Dach nach unten springt. Ein Ende im Haus gibt es nicht. Es geht immer weiter, bis man am Dach angekommen ist. Ah ja, okay. Aber hätte ich nicht eigentlich eher da hinten auftauchen sollen? Oder war das schon richtig, dass ich da durchgebackt bin, also oben? Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Da müssen wir jetzt nochmal versuchen, uns irgendwie hochzudengeln, weil das will ich jetzt doch nochmal checken. Ob ich jetzt nicht vielleicht doch eher da bei dieser Wand hätte rausgemusst. Mal schauen. Das müssen wir jetzt noch prüfen. Jetzt sind wir hier der Zitrusfrucht schuldig. Ich mach mal hier die Wand weg. Ah ja. Welcome. Okay. Ja, hier wäre eigentlich das Ende gewesen. Ich bin einfach durchgeglitscht wahrscheinlich. Ich lösche mich mal jetzt kurz durch. Ja, ja, genau. Nee, das ist schon... Es ist... Im Grunde ist es okay. Ich hätte jetzt halt hier rausgemusst. Und dann hier auf den Dings. Und dann hier so hoch irgendwie. Aber irgendwie, das geht irgendwie nicht richtig. Oder habe ich jetzt da was weggelöscht, was jetzt nicht richtig funktioniert? Oder hätte ich das jetzt... Ah, ich glaube, ich weiß, wie es gedacht ist. Man muss sich so rüberschwingen mit dem Sitz. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Es hängt irgendwie fest. Das hat er, glaube ich, auch irgendwie geschrieben, was man da machen muss. Wichtig bei der Rakete, am Ende bitte die Suspensions vor bzw. unter der Rakete entfernen. Eine Suspension? Wo ist denn da eine Suspension? Vor bzw. unter der Rakete. Ich sehe da keine Suspension. Wo ist denn da eine Suspension? Sehe ich leider nicht jetzt. Ich sehe es nicht auf dem ersten Blick zumindest. Ich weiß nicht, was er meint. Okay, egal. Ist trotzdem witzig auf jeden Fall. Ich bin sicher, wenn man dann hier mit diesem Katapult dann auch im richtigen Moment abspringt, dass man dann da ganz weit wegfliegt. Man muss bestimmt versuchen, hier das Loch zu treffen und dann da durchzufliegen. Sehr witzig auf jeden Fall. Coole Sache, cooles Haus. Ein sehr, sehr cooles Escape House. Vielen Dank an der Stelle an die Zitrusfrucht. Wenn ihr auch coole Erfindungen habt, die ihr gerne bei Scrapset vorgestellt haben möchtet, dann schreibt mir den Link zum Workshop-Objekt im Kommentarbereich unter dem Video. Eure Beschreibung von eurem Workshop-Objekt muss enthalten eine Erlaubnis, dass ich das hier auf YouTube verwenden darf und wie ihr auf YouTube genannt werden möchtet. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei allen, die etwas eingesendet haben, vor allem auch bei allen, die jetzt nicht rangekommen sind, weil es sind wieder unglaublich viele Einsendungen gekommen, die ich nicht nehmen konnte, einfach weil die Zeit nicht ausreicht. Ich bin schon am Überlegen, ob man da einfach auch mal an einem Wochenende zwei Scrapset-Folgen macht, weil jetzt einfach so viel ist, was da reinkommt, was man eigentlich auch noch vorstellen müsste. Mal schauen. Das werde ich noch entscheiden, wie ich das mache. Auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal bei allen Einsendern und dann ist an der Stelle die Folge zu Ende. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.